Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Ich bin euer Firobo und ja, wir machen die nächste Nebenaufgabe, würde ich sagen. Und ja, da wir die letzten Mal die Aufzeichnung nicht gefunden haben, haben wir bei Leuchtturm geschafft, haben alle Quellen jetzt. Also wir haben jetzt Entschlossenheit und Leben mal komplett. Und hier. Oh, die Wachen bewachen im Banner für mich. Wie gerne hätte ich jetzt den Assassin's Creed Skill für meinen Leuchttipp werfen können und teleportieren können. So, der hat mal gepasst. Schon Flammenschwert an, okay. Aber großzügig aber. Ah, natürlich. Natürlich reicht zwar aus, aber okay. Hört auf, mich abzuflammen wollen. Okay, wir wollen aber trotzdem abwehren, aber wir wollen machen. So. Weiß ich gerade selber. Fuck, ey. Hat sich gerade selber gekillt fast. Wie kann man sagen? Jemanden zu befreien haben wir nicht, oder? Ja, wir kriegen ja keine Punkte mehr, weil wegen, ne? Wir haben ja schon Level voll. Affärtchen, komm mal her. So, dann schauen wir mal. Die Entscheidung meines Vaters. Ja, ich weiß, wir gehen schon schwer dahin. Los, ne? Okay, Vogel fährt auch hier, fliegt auch jedes Mal anders. Ich weiß, den war ich auch hin. Genta, mein armer Junge, warum ausgerechnet du? Was ist hier passiert? Die Mongolen haben herausgefunden, dass meine Söhne einen ihrer Vorratswagen verbrannt haben. Ich musste entscheiden, welchen Sohn sie zur Strafe töten sollen. Tut mir leid. Was ist mit eurem anderen Sohn? Sie nahmen ihn mit. Es war sicher Chutas Idee, die Vorräte zu verbrennen. Er könnte noch leben. Wohin sind sie gegangen? Über die Brücke. Über die Brücke? Die Entscheidung eines Vaters. Also ist noch warum? Das so heißt, wie es heißt. Tja. Folge die Mongolen. Mal schauen, ob wir hier was Tolles haben. Das ist nett. Wir sind alle tot. Machen wir. Na gut, dann verfolgen wir die Mongolen. Der Schrein macht hier, der Lipsch macht den Wolke. Okay. Ach da, ich würde sagen, bin ich blind. Das war nicht die Karawane, die wir gerade gestehen gesehen haben, oder? Die Fälschung mache ich doch nicht. Sind die das? Ja, jetzt einfach nur davon oder? Läuft er mich nochmal an?
Achso, das waren die gar nicht. Hä? Folge die Mongolen, ja, will ich doch. Jetzt? Mal hier Spuren lesen oder was? Achso. Und hier lang. Alles klar. Oh, ist mal ein Pferd, weil wir sind wir höchstwahrscheinlich da vorne. In dem Haus will ich mal behaupten, oder? Klingt logisch, ja. Die Spuren führen zu diesem Pferd. Ja, danke schön. Ach, wieder ein paar Hunde. Natürlich haben sie Geiseln, ne? Ой, удок их чахарда! Чихарву! А? So. Oh, gut, oder? Macht. Hier drüben! Was hier am Zeug? Eigentlich nur was für mich. Ja. Helf mir! Hey, ja, ich helfe dir, alles gut. Chill. Bald seid ihr frei. Euer Vater erzählte mir, dass er euch retten wollte. Mich retten? Die Mongolen fragten, wen sie verschonen sollten. Er nannte den Namen meines Bruders, ohne zu zögern. Als er merkte, dass sie Genta töten wollten, flehte er sie an, mich zu nehmen. Ich will ihn nicht sehen. All das ist geschehen, weil ich Genta bat, diesen Wagen mit mir zu verbrennen. Was soll ich eurem Vater sagen? Dass ihr zu spät kamt, um mich zu retten. Okay. Ich will tot sein. Alles klar. Pferdchen, komm her. Dann überbringen wir mal traurige Nachrichten, ne? Eigentlich hier noch eine Brücke oder so? Immer nicht. Ich ja hier so. Hier! Ja. Reden wir mal geschwind. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Vater jetzt auch tot ist. Irgendwie. Die Mongolen sind mal wiedergekommen, haben ihn gekillt oder so. Irgendwie sowas. Da ist ja einfach wieder eines der Mongolen unterwegs, ist auch. Voll nervig.
Stellt euch! Stellt euch! Sehr schön. So. Der Vater ist nicht hier. Vielleicht hinterließ er ja etwas. Oh. Shooter, ich hoffe, du kannst mir eines Tages meine Entscheidung verzeihen. Hat's schon gebracht. Achso, Fußspuren. Die Schuld war zu viel. Er hat sich getrennt. Aber die Mongolen trieben ihn so weit. Tja. Was? Aber wir haben wieder so ein Ende, wo wir erwartet haben, ne? Wir müssen uns ja eigentlich schon über erwundern, wenn der mal hier einer überlebt, er eigentlich. Wow, wow, wow. So, was haben wir denn hier? Wintererscheinung. In die Richtung. Wind des Dingens, nix. Wind des Abends in die Richtung. Zeichnung in die Richtung. Blumen brauchen wir erstmal nicht. Suchen wir noch ein Artefakt, okay. Ein Artefakt sein, was? Weiter hier oben. Ah, hier oben. Oh, es sieht ja nochmal eine Belagerung aus. Das natürlich. Nochmal so ein. Oh, mein Gott, fuck. Okay, die wissen aber die ganze Zeit immer, wo ich bin, ne? Nervig oder so. Oh. Ja gut, ich wusste nicht, dass da ein Graben ist. Hoppala. Hey, wo bin ich denn jetzt? Also hier war ich doch, hier war ich schon. Ja, also hier lang ist Kacke. Wir sollten die Brücke treffen. So. Ja, darf ich meine... Nee, ich darf meine Kampfhaltung nicht ändern. Das schlecht. Nein, ich will das Ding nicht nutzen. Und
fünften Mal. Kannst du bitte wegkicken? Es geht einfach nicht. Ich laufe, aber es würde aber nicht funktionieren, okay. Also einfach nur gegen ihn laufen. Ja. Hä? Für die Scheiße. Junge, wir haben doch die Technik gelernt. Was die? Nee. Beim Sprinten. Ja. Ah, jetzt. Ist er nicht gestorben. Scheiße. Er hat mich geblockt. Ja, er kann mich blocken, lol. Okay. Kommt der jetzt nicht mehr hoch, oder was? Schade. Schön einen runterschmeißen. Ich glaube, ich das hier einen Schock bekommen habe, oder? Ne. Klappt auch nicht wirklich immer, ne? Hi. So hier. Aua. Komm mal her. Ja, damit klappt er einfach nicht. Was ist mit dem Adler los? Hat funktioniert was? Ja, okay, einfach durchgegangen. Warum kann ich den nicht treffen? Komm her, du. Jetzt. Oh, toll, ich kick ihn auf die Brücke. Glückwunsch, Leo. Natürlich. Jetzt aber, komm. Haben wir bekommen? Ja, haben wir bekommen, oder? Errungenschaft. Da haben wir die Driving-Dinger auch weg. Ja? Töte einen Gegner mit Stotschern, jawohl. Okay, gut. Haben wir geschafft, sehr schön. Dann, komm her, du Wichser. Stütz dich ab. So. Getötet. Ja, das komplette Ding hier. Irgendwie ein bisschen lame. Dann hätte ich mir viel mehr Mühe gegeben, hätten sie mich nicht direkt mit diesem scheiß Ding geschossen. Bin ich ehrlich. Also wenn ich nicht direkt geschossen hätte, ich mir echt viel Mühe gemacht, wäre durchgesneakt und alles, aber ne. So halt so und so haben wir dann halt noch Errungenschaft gemacht. Sehr schön. Halt noch. Oh, Muni. Ja, schwere Pfeile und alles, endlich. Habe ich noch eins? Schön. Wir schon? Nein, noch nicht. Da fällt man schön. Wollte ich zwar nicht, aber okay. Was habe ich eigentlich noch hier hoch? Was wir hier haben. Ich meine, echt dafür da, was wir hier. Echt wenig, ne? Wie groß das hier ist. Ist jetzt echt nichts Besonderes. Ein Kampf? Wen kämpfe ich denn? Bin ganz doof gefragt. Gegen die hier den Adler oder was? Einfach nix, sondern einfach nur eine Kiste platzieren. Waren sie echt. Ihr müsst doch immer reinhauen hier. Da ist so ein Leiter.
Ah, kommen wir nach oben hier irgendwie oder was? Sand? Ist das gar nicht. Ja, ich will da raus. Kann ich irgendwie hoch? Ja. Jawohl, Money. Oh, Money jetzt voll oder was? Hm, echt nur so wenig? Ja. Ah, hier kommen wir noch. Hier kann man noch rein. Bisschen Eisen, wow. Bisschen Eisen, das war's. Enttäuschend. So, dann gehen wir auf die Karte. Mal dann die Artefakte, Aufzeichnungen. Geht in die Richtung. Den haben wir schon. Banner geht in die Richtung. Und geht in die Richtung. Okay, Bitterbube. So, in die Richtung, okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Verbeugung ich noch machen muss. Also ich werde mal gucken, dass ich hier... mal gucken, ob ich noch speziellen Aufträge machen. Also Achievements machen müssen, damit wir das Spiel auf Platin kriegen. So, wir schauen einfach mal. Kein Trösser noch nicht. Nö. Ja, Wind. Ich würde keinen Wind sehen, aber. Ja, gerade den. Ich hätte das Reh getroffen, lol. Arme Reh. Hier hoch. Zum Schrein. Halb so. Ja, dann machen wir den Schrein auch mit. Schauen wir mal, ne? So. Und wo kommen wir irgendwo hier hin? Ach, da ist die Säule. Ich habe gar keinen Bock auf euch. War da auf. Wenn meine Säule holen und gut ist. So. Sturm des Shogun. Eigentlich dürften wir das nicht nutzen, ne? Weil Shogun wollte uns ja eigentlich umbringen oder so. Puh, hat was, muss man sagen. Hat was, auf jeden Fall. Okay. Kann ich auch den Tempel eigentlich machen. Wäre natürlich schön, wenn mein Pferd auch kommen würde, ne? Pferd. So. Kommt einfach nicht. Glückwunsch. Danke. Kranichbergschrein. Hm. Cool. Schauen wir mal. Was wir hier finden, ne? Zack, zack, zack. Ach, das ist immer im Verhältnis relativ simpel gewesen. Sag ich mal. Den Weg. Hin. So. Da war durch eine Einbahnstraße. Oh. Okay. Wie ist es lang? Also wieder hier hin. Ist klar. Wir haben kassiert.
Und wir haben jetzt einen anderen Filter, ne? Oder meine ich das nur? Moment, der Filter sich ändert, ey. So, hier rüber. Dann da rüber. Hui. Zack. War ja nix, ne? Ich sag mal, war nix. Da oben ist ein Bäumchen. Scheiße. Echt Glück, dass es einfach so geht. Na. So, noch ein Blümchen. So. Was mich alles tut für so einen blöden Schrein, ne? Oh, ja. Zack, zack. Haben wir es geschafft? Ein paar, ja. Ein paar Blümchen. Wo man so ein Talisman. Genau, den Baum habe ich gesucht, der gerade so blinkt. Kann man den zu dem. Ah, okay, ist irgendwie. Sogar theoretisch zwei Möglichkeiten rüberspringen oder hochklettern. Sehr schön, Talisman von Nokami. So. Wenn du die Möglichkeit, springen einfach hier rüber. Wir hätten da hochklettern können. Beides legitim, glaube ich. So, haben wir das gemacht. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. So. Talisman. Wo bist du? Da. Vorteile und Fähigkeiten, die Gegner verängstigen, treten mit einer Chance von 25% eher auf. Also wir können, glaube ich, am Ende irgendwie so 100% Furcht, glaube ich, machen, gefühlt. Ich will 5% Gegner näher zu verängstigen. Ja, wir haben da Ängstigen hier und das. Ey, wir sind einfach der Horror. Wir sind Horror-Let's Player. Kann man schon fast sagen. So. Ja, Schreine. Einen noch. Einen Leuchtturm noch. Und eine Säule noch. Oh, dann sind wir fertig. So. Also ich würde gerne den Schrein verlassen. Ich habe mich keinen Bock, nochmal runter zu klettern. Wenn man so fährt. So, dann. Welche Richtung muss ich? Diese Richtung. Los! Auf geht's! Hier lang kommen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Müssen wir hoch, ne? Takeshis Lager. Das ist ein Castle? Aha. Okay. All meine Waren sind nützlich. Findest du? Dann gib mir mal deinen Hut da noch. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Zeig mal her. Ich bin sehr stolz. So, Rüstungsform. Ach, der hat auch noch welche für mich. Der hat schon wieder für Ronin. Ey, Junge, ich habe am Ende für Ronin Klamotten. Keine Ahnung. Danke. 20 Millionen haben. Dann nehmen wir den auch noch mit. Zack. What the fuck? Ernsthaft jetzt? Einfach so viel. Ronin haben wir. Du hast die Ronin da. Guck dir einen an. Das passt nicht mal alles auf ein Ding drauf. Und da kriegen wir noch mehr. Und für andere haben wir nur so.
Hier für die auch 4. Guck mal hier, nur 5. Okay, nur 5, ne? Hier, da ist auch so, nur 2 Farben, wow. Ist klar. Ich helfe immer gern, mein Herr. Okay, soll ich mit dir reden oder was? Mit Takeshi? Dann sind wir in den Schrein. Hier ist also nichts Besonderes oder was? Bombus, ey. Ich bin wie lange jetzt schon voll mit Bombus? Gut, haben wir das auch. So, warte mal. Wintererscheinung in die Richtung. Banner. Oh, ganz in der Nähe. Irgendwo. Warte mal. Oh, da vorne. Siehst du mal? Zack. Hat sich noch gelohnt. So, was haben wir denn noch so hier? In der Richtung haben wir dann ein Artefakt noch. Es geht weiter in die Richtung, auch nicht in die Richtung. Okay. Dann Schreiner mal noch ein, ne? Wo hier oben. Also müssen wir erstmal warm werden, glaube ich. Mehr Artefakte. Können wir mal hingehen. Schau mal. Das machen wir auch erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also sehen wir uns da wieder. Ciao, ciao.